Hallo, willkommen zu Lone Star! Wir spielen Industria! Ja, wir sind endlich einen Stock höher. Da stehen schon irgendwelche bösen Roboter. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, wie es hier weitergeht. Kein Zutritt. Da verschaffen wir uns gleich den Zutritt. Oh, böser Roboter. Können wir uns anschleichen? Q soll man nehmen zum Heilen. Das war's. Gibt's hier noch was Schönes? Eine Batterie? Können wir mal gebrauchen. Ah, eine Pistole, eine 45. Ich glaube, ansonsten gibt's hier nichts Vernünftiges. Nehmen wir es mal als Leiter. Treppe. Muss man das näher ranrücken? Vielleicht gibt es auch hier noch was. So. Ah, so nett gefliest hier, direkt um die Ecke rum. Da geht's dann wohl nachher weiter. Journal of Joseph Oswald. 6.1.91. I need to stop this madness. Our new king, Rosendahl, the man from another place, really does believe in the new power. But since the silent energy, as they call it, flows out of the institute and into our households and factories, I have a bad feeling. This is too good to be true. This just can't come without a trade-off. I will keep an eye on this machine and on Rosendahl's plan. Joseph Oswald. Hello? Somebody there? A human voice? Hello? It's you. You made it of the elevator. Congratulations. Who are you? Well, that's what I wanted to ask you, because, you know, you came here, not the other way around. Well, I'm, just a traveler. Well, I mean, after saving your life, I kind of expected a tad more information. Okay, I come from a different place, and I'm just here to look for someone who arrived here just before me. Well, welcome to Hakovic then, woman from a different place. I have some bad news though. Nobody's come here in over 20 years. That can't be. Well, maybe it can't. But it's the truth. This city was evacuated 10 years ago. Well, maybe then you just missed him. Maybe you just... I mean, you can hardly miss the machine growling and shaking the whole block. It hasn't been doing that for a long time, you know. Listen, you're in danger here. It'd be for the best if you were to leave this building first. I'll tell you more outside. 20 years? Something is not right here.
ist ja auch gar nicht gesagt, dass er zur gleichen Zeit ankam, sondern vielleicht kam er auch irgendwann vorher oder später an. Oder überhaupt nicht hier. Sollen wir da mal runterspringen? Ich weiß halt nicht, ob es da zu den bösen Robotern geht. Naja. Das sieht ja gar nicht gut aus. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Vielleicht hätte ich erstmal ausprobieren müssen, falls ich überhaupt noch hochkomme. Ich habe da so meine Zweifel. Ja, komm schon. Ja, ich fürchte, wir kommen hier gar nicht mehr hoch. Ich wollte auch die andere Tür erstmal ausprobieren. Jetzt haben wir da was verpasst. Sollen wir es mal so probieren? Rennen, hochhüpfen. Leg halt die Pistole mal weg. Ah ja. Müssen wir vielleicht irgendwas finden, wo wir uns draufstellen können. Sie schafft's nicht. Da vorne ist eine Kiste. Versuchen wir es damit. Die kann ich nicht nehmen. Ja, das ist ja doof. Ich kann jetzt runterlaufen. Oder hoch. Eine sehr dunkle Tür. Nehmen wir mal die Hacke. Nee. Ja, schade. Wer weiß, was wir da verpasst haben. Hoch oder runter? Auch unklar. Ah, Kiste. Jetzt kommen wir vielleicht doch nochmal zurück. So. Genau, wir wollten doch da drüben mal gucken. Wobei ich jetzt ja hoffe, dass es hier nicht einfach rausgeht. Okay, soviel zu dem Thema. Man kommt gar nicht raus. Das ist nur Kulisse. Naja, was soll's. Ich glaube, es hat hier auch keiner mit einem Speedrun gerechnet. So. Hoch geht's vermutlich auch nicht. Nicht, dass wir runterfallen. Na. Wir müssen doch runter. Batterie. Heilung wäre mal schön, weil uns geht's gar nicht mehr gut. Wer weiß, was das ist, aber es sieht nicht gesund aus. Ob die dann aus dem Wasser rauskommen und uns angreifen? Oder ob das Wasser unter Strom steht? Hier haben wir schon mal reingeschaut. Vielleicht können wir die Kisten dann ins Wasser werfen, falls es da Strom haben sollte. Tja.
Hilft ja nix. Schauen wir mal. Vielleicht sind die auch aus. Ach, wir haben da drüben noch gar nicht nachgeguckt. Was da Schönes drin ist. Jetzt geht's uns schon besser. Sollen wir nochmal zurücklaufen? Schauen, was in der anderen Kiste ist. Ich gehe mal schnell alleine hoch. Munition war drin. 14 Schuss ist doch ganz ordentlich. Patronen für ein Gewehr. Ganz nettes Haus, aber ziemlich viel zugemauert. Munition? Wer die wohl immer rumliegen lässt? Ah ja. Jetzt sind wir hier oben. War wohl einfacher, als einfach drüber zu steigen. Da wird's dunkel. Game saved. Dann geht's jetzt wohl los. Ammo voll. Ah ja, aber die Pistole verschwindet. Oder? Ich sehe sie zumindest nicht mehr. Da läuft irgendeine Musik. Da müssen wir schauen, dass wir die Musik ausmachen. I'm in some sort of cafe. This music is creepy as hell. A little aid to calm you down. You're welcome, by the way. You're nearly there. I'm not sure if the music helps or makes it worse. Deswegen habe ich sie auch gleich ausgemacht. Ah, die leuchten. Das ist jetzt vermutlich gefährlich. Irgendwelche Stromkabel. Atlas bei Wivelstadt. Public Announcement. Citizens of Hakavik. It is to my disappointment to learn that the ongoing attacks that we experience and that many of you suffer from every day are most likely organized or at least supported by your neighboring town of Wivelstadt. We will do everything in our possibilities to defend ourselves against this threat. I ask every one of you for your trust. We can only do this together. You elected king, Rosendahl. Nice. Seltsame Töne im Hintergrund. Da gerade ein Motor startet.
Rosendahl. Schauen wir uns erstmal hier um. Ach, wir hätten noch gucken können bei den anderen Schränkchen. Kann man anscheinend Schubladen und Türen öffnen. Da waren wir vorhin. Jetzt sind wir hier oben. Ich hoffe mal, dass hier nichts passiert mit denen. Was macht das hier? Okay. Ist das irgendein Bohrer? Jetzt machen wir mal einen Kaffee. Ob eine von den Türen offen ist? Ja. Okay. Wir haben also anscheinend das jetzt hier drin irgendwie gelesen. Das ist irgendwie so eine... Weiß auch nicht. So eine Hub World. Wo die... Oh, da ist ja gerade eine runtergefallen. In der die Geschichte irgendwie erzählt wird. Man hört Stimmen, aber keine Leute. Überall die seltsamen Bücher. Oh, da darf man nicht durchlaufen. Nicht, dass wir dann auch aus dem Level rausfallen. Von irgendjemandem, der angekommen wäre und ob man dem trauen kann. Der muss sich erstmal beweisen. Schon wieder einer runtergefallen. Years of death. Years of despair. Where does it come from? I just hope he knows how much we suffer. Da geht's noch wesentlich höher. Da fällt einer. Auch seltsame Gestalten. Ich glaube, wir suchen am besten wieder eine Tür. Wieder das Theater. Okay, diesmal kommt eine Figur runter und setzt sich auf den Stuhl. Nebendran schwebt noch eine. Ja, das war's wohl.
Seltsam. Do not go into the light. Walter! Walter! Das war die Stimme von vorhin, hm? Will you stop shouting, please? How did you expect me to find him? You're just attracting more of the machines that way. Well, I'm all open for suggestions, Mr. Hidden Microphone Man. You see, the building on the hill, where all those cables lead to, that's the town hall. Well, it used to be. And? Just go there. It's safe up on the hill. And you might find information about your missing... What was the name? Walter. Walter Rebel. Right. And don't die, please. I'm actually starting to enjoy our conversations. Ja, ich versuch's auch, aber ich fürchte, es wird mal vorkommen. Jonel, the town hall is supposed to be safe and perhaps I might find some sign of Walter among the way. Vielleicht so ein Alarmtower oder sowas. Da hinten steht eine von den Maschinen. Ich hoffe, dass die wenigstens sitzen bleiben. Oh, vielleicht kann man sich an denen vorbeischleichen. Ich habe keine Ahnung, wie die einen bemerken, ob die auf Sound gehen oder ob die einen sehen können. Vielleicht lassen die einen in Ruhe, wenn man nicht nah genug hingeht. Sehr seltsam. Eieieiei, man braucht fast ein ganzes Magazin für einen. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich so ein schlechter Schütze bin. Kann man sich anschleichen? Nee. Oder? Jetzt hat er uns gesehen. Ja, jetzt hat er uns erwischt. Nochmal. Eieiei. Da oben ist was. Fragt sich, wie wir da reinkommen. Nochmal Patronen. Ja, es erinnert schon ein bisschen so an Half-Life. An den zweiten Teil. Schauen wir hier mal rein. Was gibt's hier? Bisschen Health könnte nicht schaden. Die Bilder sind nicht mehr so ganz taufrisch. Ich fürchte, hier gibt's nichts. Schade eigentlich. Kann man öffnen.
Hier haben wir Kisten. Nochmal Munition. Ich meine, die 45 Schuss sind ein bisschen arg wenig. Jetzt schauen wir mal nach diesem Maschinchen. Ja, da kommt ein Roboter zum Reparieren. Vielleicht muss ich mich dann da reinschleichen. Schauen wir mal, was er macht. Da kommt noch einer. Ja, bin mir nicht so sicher, ob das die beste meiner Ideen waren. Einfach mal einen Stecker ziehen. Na, komm her. Wo ist er hin? Da. Ja, ich glaube, wenn man oben die Lampe trifft, warum auch immer, macht man mehr Schaden. Bisschen Health. So, da haben wir voll. Oh, hier geht's schon mal nicht durch. Wir können uns aber die Munition noch holen dann, die noch in dem anderen Haus gelegen ist. Au! Das ist ja fies. Wurde mal von oben beschossen. Erledigt? Glaub schon. Jetzt brauchen wir den da hinten noch. Sehr gut. Mir ein bisschen arg leicht vor. Hier geht's nicht rein. Lass mal den da vielleicht einfach mal in Ruhe, hm? Kann man den vielleicht gleich mit der Lampe ausschalten? Brennt noch. Naja, das ging jetzt doch nicht so gut wie gedacht.
Hinterhof. Hier gibt's noch ein bisschen Health. Noch ein Magazin. Munition, sehr schön. Jetzt müssen wir uns ja echt mal die andere Munition noch holen. Sehr gut. Ist der jetzt losgelaufen? Nee, der steht noch. Ich meine, wir haben ja nichts davon, wenn wir den jetzt umknallen. Wo war denn das vorhin? Ach, ich glaube hier hinten. Das ist nochmal eine andere Tür. Da ist nochmal Munition. Und hier drüben jetzt. Ja. Drei Patronen waren hier noch drin. Ja, ich glaube, als nächstes geht es wohl da den Weg hoch. Bevor wir aber rübergehen, würde ich sagen, machen wir diese Stelle erstmal lieber ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal.